Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sengoku Dynasty, Entschuldigung. ja, wir sollen jetzt Akko einladen, sich das Dorf anzuschauen und sich anzuschließen. Ich stehe hier mit einem Bein im Feuer. Das ist keine Metapher, sondern es regnet. Schön. Unsere Frau soll hierher kommen und sich dem Dorf anschließen. Ja, ja. Naja, dann machen wir das doch. Und erreiche Dynastie Legende 5, indem du der einheimischen Bevölkerung hilfst. Siehe Questmenü. Okay. Also, wie ich schon in den Kommentaren von jemandem gelesen habe, ist das hier sehr questlastig. Also, meine Nerven werden sehr strapaziert werden. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal unsere Akku holen. Aber zuallererst sage ich mal, let's go. Ich habe die Maussensibilität ein bisschen runtergestellt. Ist für mich ein bisschen angenehmer, weil dieses Nachziehen von der Maus, von dem Bild, finde ich ein bisschen anstrengend. Nee, das ist der Fischer. Wir müssen noch weiter. Und ich habe gesehen, es gibt Schnellbauen. Pass auf. Aber ich bin ein bisschen... Ich weiß noch nicht, ob das was ist für uns. Weil hier steht Cheats aktivieren. So, Cheats aktivieren. Cheats sind jetzt nicht so gut. Hier steht schnelles Bauen, Material hinzufügen. Ist das das, was wir wollen? Weil hier steht sofortiges Bauen. Ein Material pro Bauwerk. Das ist natürlich Quatsch. Aber hier schnelles Bauen, Material hinzufügen. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass man im Prinzip das ganze Material aus dem Inventar einmal nutzt mit einem Hammerschlag und zack, das Bauwerk ist da. Das ist natürlich super. Das wollen wir so. Aber ich möchte bitte nicht, dass Material aus dem Nichts generiert wird, wenn ich bauen möchte. Und gleichzeitig weiß ich halt auch nicht, wie das ist jetzt, wenn ich so kleine Sachen mache. Ne? So, da muss natürlich auch sofortiges Bauen her. Wir nicht so lange warten müssen. Kleinen Frosch im Hals, Entschuldigung, er muss mal raus. So. Ich bringe gute Neuigkeiten, das Dorf ist wiedergeboren. Komm mit mir. Du bist einfach unglaublich. Das macht mich so glücklich. Sag mir einfach, wo ich mein Haus finde und dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Okay. Hirsch? Hirsch? Ha! Komm her! Nee. Schade. Okay. Aber ja, ich soll ihr sagen, wo sie ihr Haus findet. Beides ist alles für dich bereit. Ich kann es kaum erwarten, einzuziehen, wieder ein richtiges Zuhause zu haben. Aber sie kann doch bei mir wohnen. Sie kann doch bei mir wohnen. Was ist denn eine Gobo-Pflanze? Gobo erhalten. Was ist denn Gobo? Google. Gobo. Gobo. Pflanze. Große Klette. Ist es eine Klette? Kulinarische Verwendung. Wurzel junger Laubblätter und Stängel können als Wildgemüse verwendet werden. Die Wurzel wurde ähnlich wie die Gartenschwarzwurzel heute im Mittelalter häufig als Gemüse gegessen, hat jetzt aber noch in Japan Bedeutung, wo sie Gobo genannt wird. Stängel der Blätter und des Blütentriebs werden als Gemüse verwendet. Alter, die essen Kletten. Okay. Es sieht ja auch wirklich aus wie eine Klette. Also von den Blüten her und so. Nehmen wir mit. Gobo-Pflanze. Probiert das nicht zu Hause. Wahrscheinlich kann man die Asiatischen essen und die Deutschen, davon stirbt man elendig. Wird bestimmt auch nicht so gut schmecken. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Reißt man noch das Ding hier ab? Mussten wir das mit was mussten wir das machen? Mit dem Bauhammer können wir das nicht machen. Mussten das mit der Axt machen, ne? Holzkohle erhalten.
Stock und... Ja, wir kriegen auf jeden Fall Ressourcen raus. Okay, okay. Weinbeerstrauch. Auch interessant. Ey, was man hier alles sammeln kann, ne? Also, was es hier alles gibt für Ressourcen. Was? Gibt es hier auch Jahreszeiten? Oder eher nicht so. Ich gehe mal nach dem da, nach dem da hinten. Der Hase sieht so aus, oder sie sieht so aus, als ob sie eine Quest hat für uns. Hallo. Willkommen. Ist das dort drüben ein Galgen? Ja, der Preis, den wir für unsere Freiheit bezahlt haben. Enjiro, der den ersten Iki anführte, die Allianz gegen Shibaya Dono, ist hier gestorben. Okay. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich werde es nie vergessen. Kurz darauf haben wir unsere Rache bekommen und kein Shugu wird jemals wieder über dieses Land herrschen. Hat der Iki-Aufstand das Leben der Menschen hier zum Besseren verändert? Schwer zu sagen, wir haben jetzt neue Probleme. Siehst du den Mann da? Kojiro, er gehört zu den Banditen, die ihr Lager weiter unten in der an der Küste aufgeschlagen haben. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so leidenschaftlich begabt japanische Namen auf Anhieb lesen kann, ich lese zurzeit sehr viel Mangas schon wieder. Falls ihr da irgendwie mal, weiß ich nicht, falls ihr das auch macht, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so gerade so lest, dann kann ich das vielleicht auch mal machen. Sie wollten Enjiros Erbe antreten und ich fürchte, sie könnten noch größere Pläne haben. Sie haben sich schon sehr ans Kämpfen gewöhnt. Etwas anderes kennen sie gar nicht mehr. War Enjiro ein Bandit? Nein, er benutzte seinen Kopf, bevor er sein Schwert zog. Er wusste, wie man mit den Leuten reden muss. Unschuldige Händler ausrauben, Handelswege blockieren und Lagerhäuser plündern, nichts davon ist sein Vermächtnis. Und jetzt liegt er unter einem Stein in diesem Banditenlager, in den Klippen an der Küste. Eine Schande. Wofür hat Enjiro gekämpft? Für die Gemeinschaft. Er wollte erreichen, dass wir Menschen hier zusammenarbeiten, trotz unserer Unterschiede. Aber stattdessen kocht jeder hier sein eigenes Süppchen und mit dem Tal geht es bergab. Nicht ganz, was du dir von Legendenkönigreich der Bauern erwartet hast. Tut mir leid. Eines ist sicher, wir könnten gerade wirklich jemanden wie Enjiro gebrauchen. Ich muss gehen, wir sprechen uns später. Okay, also sie hat nicht wirklich eine Quest für uns gehabt, aber sehr viele unnötige Informationen. Schön, oder? Aber da hinten gibt es Quests. 118 Meter und 459 Meter. Und hier vorne gibt es auch eine Quest, warte mal. Dann mache ich doch erstmal die hier vorne. Das sieht aus wie der Fischer. Unreiner. Ach, das ist der Undertaker hier. Also der Bestatter. Gibt es hier noch andere Dörfer? Es gibt Segi, das Dorf der Waldarbeiter. Sie können etwas wild sein, aber sie versorgen das ganze Tal mit Holz. Willst du das jagen? Oder etwas über die Holzarbeitung lernen. Dann ist Segi der richtige Ort dafür. Aratani ist eine Bauerngemeinde. Fremder gegenüber sind sie dort misstrauisch. Aber hat man sie für sich gewonnen, kann man von ihnen viel über Bewirtschaftung des Landes lernen. In Iwasaki findest du die Minen und die Eisenhütten. Die Arbeitsbedingungen dort sind hart, aber ein Besuch lohnt sich. Nichts im Tal geschieht ohne die Zustimmung des Yorinji-Tempels. Wenn du dein Dorf ausbauen willst, wirst du mit ihm sprechen müssen. Und schließlich gibt es noch Enjiro. Dort kann es gefährlich sein. Weißt du, dort haben die Banditen des Tals ihr Hauptquartier. Du hast doch eine Quest für mich. Ach hier. Toshishi meinte... Du könntest Hilfe gebrauchen. Mit dem alten Hikobai
Na, dann bist du zu spät dran. Er machte gerade seine letzten Atemzüge da drin, in Taros Hütte. Ihm kann man nicht mehr helfen. Solltest du nicht da sein? Solltest du dann nicht bei ihm sein? Ihm helfen? Das hätte keinen Sinn mehr. Ich kann nur abwarten und ihn dann, wenn er soweit ist, raus ins Sonnenlicht zerren. Ich bin aus Segi hierher gekommen, um diese heilige Pflicht zu erfüllen. Die Götter sehen es nicht gerne, wenn ein Mann in seinem Haus stirbt. Also sitze ich hier, das Rauchen des Meeres, in einem und sein Stöhnen im anderen Ohr. Okay. Was hat es mit Hikubai auf sich? Er weigert sich, Sosogi zu verlassen, nachdem sein Haus abgebrannt war. Taro bot ihm an, ihn aufzunehmen. Und so zog Hikubais Familie nach Aratani. Ihnen geht dort das Essen aus, aber sie brachten ihm immer wieder Reis. Alter, ich kann heute nicht lesen. Der alte Hikubai wollte nie jemanden zur Last fallen, also ging er in den Wald und suchte nach Pilzen. Scheinbar hat er die falschen Pilze erwischt. Du siehst ja, was er davon hat. Also gibt es wirklich überhaupt gar nichts, was wir tun können? Nein, auch wenn Martha das wahrscheinlich anders sehen würde. Sie ist die Kräuterkundige hier. Ich traue ihr nicht. Sie spielt ein bisschen zu viel mit Kräutern und Pilzen, wenn du mich fragst. Du weißt nie, was dich erwartet, wenn du von einem Gebräu trinkst, aber manches davon kann helfen. Das muss ich ihr lassen. Ich werde mit ihr reden. Das kann nicht schaden. Oh, aber manchmal tut es das. Also das, der Kompass da oben ist ein bisschen verwirrend. Ich frage mich gerade, was ich tun soll, aber eigentlich hilft der einheimischen Bevölkerung. Siehe Questmenü. Wir gucken mal ins Questmenü. Hier haben wir Landwehr, sprich mit... Alter, das ist echt scheiße zu lesen. Also da müssen die nochmal ran. Hier Usability und so. Ne? Also das kann man nicht so richtig lesen. Also das hier unten, wo dann wirklich steht, was man machen soll. Sprich mit Ken Gio, einem Yatsamurai, und finde einen Weg, ihm zu helfen. Der Unreine, sprich mit Martha über Yokobai, okay. Rekrutierungsquest, wähle ein Haus für Akku aus im Dynastiemenü. Ah, okay. Der stille Tribut, sprich mit Chioma, einem Miko, und finde einen Weg, ihr zu helfen. Ein neues Zuhause. Blablabla, bla, bla. Erreiche Dynastie Level 5 Legende, indem du einheimische blablabla. Bla, bla. Okay, alles klar. Haben wir auch Nebenquests? Ne, haben wir nicht. Wir gehen jetzt mal ins Dynastie-Menü. Aha. Dynastie verwalten. Die gewissenhafte Verwaltung deiner Dynastie ist der beste Weg zum Wohlstand. Sie erlaubt es dir, Teile deiner Produktion zu automatisieren und macht dir das Leben einfacher. Aber um ein guter Anführer zu werden, brauchst du Menschen, die du anführen kannst. Halte die Augen nach Flüchtlingen offen und lade sie ein, Teil deiner Dynastie zu werden, indem du ihnen ein Bett in deinen Häusern zuweist. Danach kannst du ihnen eine Arbeitsstelle oder ein Spezialprojekt zuweisen. Spezialprojekt? Hm. Okay. Um Gegenstände herzustellen zu können, müssen deine Dorfbewohner Zugriff auf die dafür benötigten Materialien und Werkzeuge haben. Dazu dienen Dynastielagergebäude. Aha! So, wir haben einen Erwachsenen, einer ist obdachlos, einer ist arbeitslos. Bevölkerung 1 von 3, Gebäude 1 von 50, Dörfer 1, Dynastie Legende 2. Okay, Dorf, Player Village. Bevölkerung, Akko, Flüchtling. So, Haus zuweisen. Ah, okay, wir wählen sogar auch das Dorf aus. Also werden wir wahrscheinlich mehr Dörfer haben als nur eins. So. Mit deinem ersten Dorfbewohner übernimmst du auch die Verantwortung, dich um die Grundbedürfnisse zu kümmern. Mit jedem Jahreszeitwechsel. Aha, das gibt's also auch. Werden deine Dorfbewohner verschiedene Güter aus deinem Dynastielager konsumieren. Je mehr Einwohner dein Dorf hat, umso mehr werden sie verbrochen. Ein einzelner Dorfbewohner verlangt zunächst nur etwas zu essen.
Du hast Kontrolle darüber, wie viel deine Dorfbewohner konsumieren. Der Verbrauch jedes Dorf, jedes Bedürfnisses kann hoch und niedrig gestellt, eingestellt werden. Bei niedriger Einstellung bleibt die Zufriedenheit deiner Dorfbewohner, wie sie ist. Bei höherer Einstellung erhöht sich die Zufriedenheit um eine Stufe und ihre Produktionseffizienz erhöht sich pro befriedigten Bedürfnis. Jedes nicht erfüllte Bedürfnis führt dagegen zu geringer Effizienz und dazu, dass die Zufriedenheit um 2 Stufen sinkt. Okay. Arbeitsplatzverwaltung. Du hast das Arbeitsplatz-Dialogfenster geöffnet. Hier kannst du deine Arbeiter verwalten, was sie herstellen und welche Werkzeuge sie verwenden sollen. Alle Mitglieder deiner Industrie, denen ein Bett zugewiesen ist, gelten als Arbeiter. Wähle ein Schema aus, das verwendet werden soll. Sorge dafür, dass alle benötigten Lagergebäude, Materialien, Werkzeuge und in deinem Dorf vorhanden sind, bevor du die Produktionseinstellung erhöhst. Materialien und Werkzeuge, die der Produktion dienen, werden dafür reserviert. Alter, was ist da mit mir los? Und aus den Dynastielagern verschwinden. Reserviert. So. Ah, hier, Gobro-Wurzel. Ah, die Diesel. Haben wir gelernt, ne? So. Arbeiter zuweisen. Akku. Kann mal schön. Ein Nahrungsmittellagergebäude. Okay. Vielleicht sollten wir. Vielleicht sollten wir auch Lagergebäude erstmal bauen, ne? Damit wir hier überhaupt irgendwie was machen können. So. Gebäude. Lagergebäude. Getränkelager, Nahrungsmittellager, allgemeines Lager. Nahrungsmittellager. Würde ich vielleicht hier mal so. Wir haben ja auch, das ist so eine lose Zusammenwürfelung von Gebäuden hier. Ne? Also hier gibt es auch keinen Weg oder also nichts mit Sinn und Verstand. Ich baue jetzt hier mal ein Nahrungsmittellager hin. Ich muss selber was essen, merke ich gerade. Gebratenes Fleisch essen. Das hat nicht so viel gebracht. Gebratener Fisch essen. Auch nicht so viel. Wildbeere. Und Preiselbeeren. Wir haben auch noch die Gobo-Wurzel, aber die will ich vorher zubereiten. Achso, warte mal. Jetzt kann ich ja mal probieren, wie das aussieht mit dem Schnellbauen. Gameplay. Cheats. Ja, ich möchte cheaten. Schnelles Bauen. Okay. Wie viele Materialien haben wir? 14, 5, ein Holz. Aber wenn wir das jetzt nicht mit einmal bauen, irgendwie funktioniert das nicht. Schnelles Bauen, Material hinzufügen. Ich lasse das mal an. Aber irgendwie. Brauchen wir jetzt was? Nö. Nicht genügend Material. Was haben wir jetzt verbraucht? Holz. Ach so. Ach, da drüben steht das. Da links, Leute. Ich bin komplett wieder raus, ne? Keine. Aber irgendwie funktioniert das mit dem Dings nicht. Was ist das hier eigentlich für eine krasse Treppe? Was soll das sein? Keine Ahnung, leicht überfordert. Wir suchen Steine und Holz und so, ne? Ich lasse nach dem Baumfällen auch mal die Stümpfe da. Weil in Mad Eagle ist es ja so, dass dann da ein neuer Baum wächst. Zeitnah. Lässt immer schön die Stümpfe stehen lassen. Dann wachsen auch neue Bäume. Wenn wir denn eine Nahrungsmittellager jetzt gebaut haben, können wir da erstmal alles reinwerfen, was wir so haben. Also was wir so gefunden haben, ne? Irgendwelche Beeren und so, alles rein da.
genau 17 Steine gesammelt. Neue Stufe auf dem Weg des Handwerkers erreicht. Okay, okay. Cool. Wir brauchen noch Stroh. Gras. Okay. Gras ist aber kein Stroh. Warte mal, Stroh hatten wir doch da hinten, oder nicht? So. Jetzt können wir da schon mal das Zeug hier reinmachen, ne? Schön. Okay, wir haben Nahrungsmittel. Und unsere Leute dürften nicht verhungern. Ich sammle gleich mal noch ein paar mehr. Damit wir da einmal safe sind, sammle ich jetzt erstmal ein bisschen was. Wir haben zwar nur einen Dorfbewohner, aber die kann dann Bären essen hier. Oh. Matsutake-Pilze. Okay. Ich weiß nicht, ob die giftig oder gut sind, aber gibt auf jeden Fall viele von denen. Nehmen wir erstmal mit. Also wenn das so ist wie mit Igel, dann müsste ich ja jetzt hiermit auch was leveln. Wenn ich das hier die ganze Zeit aufsammle, müsste ja auch irgendwas von meinen Skills höher gehen. Wisst ihr, was ich meine? Und das Schöne ist, man kann hier einfach durchlaufen und E gedrückt halten. Und man sammelt einfach dann alles auf. So, ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste an Lebensmitteln. Kommt jetzt erstmal alles ins Lager rein. Ja, das muss ich alles noch abreißen, ne? Die ganzen Hütten hier. Ich frag mich halt, was das hier für eine Leiter sein soll. Eine abgedrehte. Gebäude verschieben kann man auch, aha. So, wir haben jetzt sehr viel Pilze, 45 Beeren, paar Eier und diese Wurzeln hier. So, dann würde ich sagen, bauen wir doch noch ein allgemeines Lager. Halbwegs parallel, ja. Ich wüsste halt gerne, ob man irgendwann Wege machen kann. Bestimmt. Holzstamm 9. Okay. Wir gehen in den Wald. Oh, ich habe gerade meine Axt kaputt gemacht. Aber zum Glück kann ich schnell eine neue craften. Das geht wirklich zackig. Jetzt ist mein komisches Entrinnungswerkzeug kaputt gegangen. Aber kein Ding. Geht wirklich schnell. Stopp. Und solange man Stöcke und Steine dabei hat. Also sind auch wirklich sehr einfache Rezepte, um die Dinger zu machen. Diese Grundwerkzeuge. Ja, gleich wird mein Hammer kaputt gehen. Er hat nur noch 1% Leben oder so. Haltbarkeit, meine ich. Da ist er kaputt. So. Okay, fürs Dach brauche ich wieder Steine, weil da wieder Gewicht drauf muss. Und zwei Baumstämme brauche ich noch. Dann dürfte das Ding ja fertig sein. So, okay. Und jetzt, was ist das? Eine Kiste. Ach so, da kommt ja das ganze Zeug dann rein. Ja, ja, verstehe. Ich brauche noch ein paar Bretter für, aber ich würde jetzt erstmal schlafen gehen. Ist mir zu dunkel. Mir etwas zu dunkel. So. Und ich bin wach geworden und es ist noch dunkler. Lol. Ja, das ist schlecht. Jahreszeiten. Der Kreislauf der Jahreszeiten bestimmt das Leben im Natertal maßgeblich. Der Bau von Spezialprojekten, die Produktion, die Bedürfnisse und die Zufriedenheit deiner Dorfbewohner hängen davon ab. Als Anführer hast du sogar etwas Einfluss darauf, wann es soweit ist. Aha, okay. Jede Jahreszeit hat eine Mindestanzahl von Tagen, standardmäßig 2, die vergehen müssen. In dieser Jahreszeit ist dies bereits geschehen. Was bedeutet, dass du in die nächste Jahreszeit wechseln kannst, indem du mit dem Glockenturm interagierst? Tust du dies nicht, wird die Jahreszeit automatisch am Ende ihres letzten Tages enden. Standardmäßig 4. Verstehe. Also ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal in dieser Jahreszeit bleiben, in der wir sind. Und dass wir die alleine kommen lassen. Ja, also die einfach diese 4 Tage abwarten und dann kommt die von allein.
Also das ist jetzt das, was ich rausgehört habe. Nicht, dass ich ständig zum Glockenturm laufen soll, sondern dass ich mit dem Glockenturm die Möglichkeit habe, schon nach 2 Tagen die Jahreszeit zu ändern, statt nach 4. So. Allgemeines Lager. Warum kann ich da keine Holzstämme rein und so? Okay, ich würde jetzt mal mit der Kräutertante sprechen. Die Quest, die wir von dem Bestatter hatten. Martha, hallo. Wohnst du hier? Ah, du musst eine weitere dieser unglücklichen Seelen des Schiffsunglücks sein. Ja, das hier war einmal mein Feld. Keine Ernte dieses Jahr? Nun, am Anfang dachte ich auch, hier würde nie wieder etwas wachsen, aber ich kam immer wieder hierher, zurück und nun siehst sie selbst, alles grün. Nur Gras und Unkraut. Du irrst dich, dort wachsen Gobo-Wurzeln, Weinbeeren, sie füllen deinen Magen und können dich heilen. Du musst sie nur bemerken, so wie ich es getan habe. Mein Mann liegt im Sterben, ich möchte ihm helfen. Was hat er? Was genau ist passiert? Er hat ein paar Pilze gegessen. Oh, du meinst sicher den alten Hikobai, oder? Es gibt Arzneien, die ihm helfen könnten, aber das könnte schwierig werden. Du kannst sie nicht herstellen? Natürlich kann ich das, aber du musst entscheiden, welche ich herstellen soll. Wie soll ich die richtige Arznei wählen? Ich bin kein Heiler. Die eine wird ihm eine kleine Chance darauf schenken, zu überleben, aber Hikubai wird leiden. Am Ende gibt es keine Garantie für einen glücklichen Ausgang. Die andere wird nur seine Schmerzen lindern. Er wird weniger leiden, aber sterben. Die Wahl liegt bei dir. Alter, okay, das sind ja wirklich makabere Quests hier. Er wird dankbar dafür sein, noch eine letzte Möglichkeit zu bekommen, um sein Leben zu kämpfen, trotz der Schmerzen. Das würde ich, glaube ich, präferieren. Einverstanden. Bring mir einige Gobo-Wurzeln, ein paar sollten sogar auf dem Feld hier wachsen und oft auch in der Nähe von Laubbäumen. Ich muss ja selber erstmal was essen. Warte mal, kann ich diese... Ich kann ja auch diese Pflanzen hier essen. Die Beeren, meine ich. So, ziehen wir uns das Zeug mal rein. Ach, eh essen. Ich hab F gedrückt, wie Mad Eagle. Hier vorne sind noch ein paar. Die Gobo-Pflanzen. Erstmal gehen wir die Quest ab. Ich habe die Gobo-Wurzeln gefunden. Das hast du, ich werde eine Weile brauchen. So gut wie fertig. Hier, verabreiche dem Kranken dieses Gegengift. Das sollte ihn vor dem Tod bewahren, aber er wird leiden. Aber ich muss um jeden Preis Dorfbewohner generieren. So ist es nun mal. Er soll die Arschbacken zusammenkneifen und für mich arbeiten. So, jetzt haben wir uns mit Bären ganz gut den Magen gefüllt. Ach, der ist ja da unten, genau, bei dem... haben wir jetzt eigentlich dieses Gegengift? Sake? Gegengift, da ist es. Ah ja, okay. Da ist er doch. Der Greis. Wer ist da? Hier, trink das. Was ist das? Bin ich tot? Beruhig dich, du wirst leben. Wie konntest du mir das antun? Wir werden alle sterben. Oh nein, der Schmerz. Hikobai sieht schon etwas lebendiger aus, oder? Na, wenn das nicht mal eine Überraschung ist. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Mann es noch in sich hat. Wie geht es jetzt? Wie geht es jetzt für ihn weiter? Er wird wahrscheinlich überleben, aber erwarte keine Dankbarkeit dafür. Ich bringe ihn zu seiner Familie in Arati zurück. Aratani,
sobald es ihm besser geht. Du bist das Risiko eingegangen und hast sein Leben gerettet. Die Leute hier werden das nicht vergessen. Neues Bauwerk verfügbar, Fischernetzgestell. Okay. Neues Schema verfügbar, Öllampe. Okay, okay. Also kann ich noch was Neues freischalten, verstehe. Okay, ich würde sagen, Quest erfüllt. Oder? Da wir wieder auch viel, viel gequatscht haben, würde ich sagen, war's das mit dieser Folge Sengoku Dynasty. Wir haben zwei Lager gebaut. Wir haben die Quest mit dem kranken Mann erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, beide Wege wären erfolgreich gewesen. Entweder wir hätten ihm einen schmerzlosen Tod verschafft oder wir hätten ihm ein schmerzhaftes Leben verschafft, wie wir es gemacht haben. Ich glaube, beides wäre gut gewesen. Aber wir haben uns für den krasseren Weg entschieden, natürlich. Wie immer. Wir haben die erste Dorfbewohnerin. Unsere Akko lebt jetzt da in dem Haus mit mir zusammen. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Game. Also diese Folge. Wenn die Folge auch für euch interessant war, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und über einen Kommentar würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.